Vorsicht! Sie haben Stoßwellengewehre. Stoß was? Das will ich mal ausprobieren. Ja, bin ja jetzt mal gespannt, was das... Oh! Ist das ein Sniper? Nee. Oh, ach, verdammt. Jetzt war ich irgendwie auf Aquanox-Manier hier. Wie kann das denn? Geht sie in Position, Digga. Länder 3-8, alle noch lebende Landung Verbündete nähern sich ihrer Position. Das Landungsschiff ist ihre Kommandozentrale. Da oben, Grenadier auf dem Weg. So sehen also Trandoshaner Landungsschiffe. Ui! Okay, das Ding kann einiges. Das ist geil. Gut, wir haben natürlich nicht allzu viel Muni. Schnell, an das Geschütz, Data. Wir haben Geschütz. Aber das Ding, das kann einiges. So viel steht fest. Für Nahkampf natürlich ungeeignet, aber für so eine Situation hier... Der Zweck heiligt die Mittel. So, was sollten wir jetzt eigentlich hier machen? Okay, eliminieren sie alle Trandos. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Da wird es dann wahrscheinlich wieder in den Nahkampf gehen. Nehmen wir jetzt erstmal hier unser Sturmgewehr. Und da habe ich auch gerade schon einen wieder gesehen. Crazy Tür. Schon wieder diese verdammten Geschütze. Wo? Oh. Das Schiff hat starke Schilde. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Oh, das Geschütz. Sie müssen die Raketenwerfer kontrollieren, um durch die Schilde zu kommen. Guter Schuss, Teamleader. Gott, in Position. So, ich... Au, oh, da sind mehrere. Genau deshalb gibt es eine Spezialausbildung für den Umgang mit Sprengstoff. Oh, das ist aber uncool. Da sitzt jetzt ein Trando drin, glaube ich. Ganz, ganz böse uncool. Gute Nacht. Verdammt. So. Kann sich da jetzt mal einer reinsetzen von euch? Und ich will Bacta. Aufladen, aufladen, aufladen. Schneller laden als du Schaden kriegst. So. Was hat hier auf uns geschossen? Der da oben. Sehr schön. Warum kriegen immer wir die lästigen Jobs? Ja, weil wir das Elite-Kommando sind. Da haben wir dann auch die Elite-Aufträge am Start. Nein, ich lasse hier definitiv keinen rein. Oh, hast du dein Helmchen verloren? Verzieht euch von dem Geschütz, das ist meins. Ja, könnte jetzt mal einer von euch Jungs hier runterkommen und das Ding übernehmen? Ja, bla, hinter mir. Der geht fliegen. Ja. Ja, bis 07 jetzt hier ist, wird das wahrscheinlich dauern. Ach nee, doch nicht. Oh nee, hoffentlich ist er jetzt nicht aus dem Geschütz raus. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Runterkommen Sie alle. Jetzt aber. Ja, sofort da rein. Tja. Mal sehen, was das Ding kann. Okay, die ballern schon drauf. Das machen die alles automatisch. Sehr schön. Ja, dann macht mal. Ich kann euch da, glaube ich, nicht allzu viel helfen. Ups. Okay. Das Schiff ist sauber. Tja, haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie runter, oder? Rettung des Schiffs. Die Schlacht ist eskaliert. Die Separatisten rücken an, um ihre Trophäe zu holen. Können 4 Kommandos die Stellung gegen eine unendliche Flotte Kriegsdroiden halten? Die Republik zählt auf das Delta-Team. Oh, das wird lustig. Diese Echsen weg. Delta, die Separatisten können jeden Moment hier sein. Ich glaube, ich kann es sehen. Ein Schlachtschiff der Handelsföderation. Nicht mal du siehst bis in den Hyperraum 7. Nein, es liegt am Rand des Systems. Schau. Wo? Herausforderung. Ich sende ein Notsignal. Wir können nicht auf Hilfe von Coruscant warten. Alter Vater. Nächsten Hangar eine Verteidigungsposition ein. Los. Ich öffne den Zugang zu den Wartungstunneln. Alter Vater. Da ist das Ding erst mir ins System gesprungen. In der Nähe des Korbantes-Systems. Dies ist ein Notfall. Oh, und wir sind im Korbantes-System. Das sagt mir auch irgendwas. An alle republikanischen Schiffe nahe des Korbantes-Systems. Sofort melden.
Ja, da kommt ja einiges. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt. Hier ist Captain Talbot von der RAS Arrestor. Mit wem spreche ich? Ich bin Berater 01-425 des Delta-Geschwaders. Separatisten wollen unser Schiff kapern. Los! Ja? Verstanden. Hilfe ist unterwegs. Okay. Ich schicke unsere Koordinaten. Das ist natürlich cool. Wir haben zumindest ein bisschen Unterstützung. Ja, wir haben Muni für unsere dicke Wumme. Wir werden jetzt erstmal wieder... Jungs, lauft doch nicht so weit vor, sonst verreckt ihr alle wieder. Beseitigen Sie die Trümmer, Delta. Bin unterwegs. Gehen Sie in Position, Delta. Konzentriere mich auf Ziel. Die Droidenträger können jeden Moment landen. Okay. Wir können ein paar Fallen legen, uns freie Sicht verschaffen. Sie könnten überall landen, also legen wir überall Fallen. Ja, da sind wir doch schon mal dabei. So. Das haben wir. Da hinten haben wir was. Dem knacken wir den Panzer in Position, Delta. Genau, das überlasst mal dem Profi. Da haben wir das. Okay, wo guckst du hin? Okay, er guckt dahin. Dann lege ich jetzt hier noch ein bisschen. Delta, formieren Sie sich. Nein, ich will... Ignorieren Sie den Befehl. Ja, Sir. Ich will das. Dann will ich das. Oh, jetzt aber beeilen hier. Jetzt aber beeilen. Oh, die ballern schon aus allen Rohren. Ja, uncool. Wir sind ein wenig zu langsam, habe ich das Gefühl. Verdammt, da ist noch einer. Er sichert nach hinten ab. Nein. Das würde Gwen dann ich machen. Weil unsere Jungs sind gerade so geil positioniert. Da dürften die Droiden eigentlich keine Schnitte gegen uns haben. Ich habe im Kraftfeld des Hangars eine Schwachstelle entdeckt. Der Regler auf der linken Seite des Hangars kontrolliert den Energiefluss. Wenn Sie ihn sprengen, können Sie den Hangar hermetisch abriegeln. Den da? Ja, dann hauen wir das Ding nochmal kurz und klein. Boah, wo wir überall hier Sprengladungen anbringen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber unserem Team geht's noch richtig gut. Aber das sind bis jetzt ja auch nur die Standard-Droiden. Ich warte darauf, dass da irgendwann mal diese Träger mit Super-Battle-Droiden oder Droidekas oder noch besser diese Zwergspinn-Droiden in solchen Trägern kommen. Dann haben wir ja eine richtige Party. Au. Oh, okay. So viel zu dem Thema. Kaputt. Okay, das hat noch gerade so funktioniert. Energiefeld ernsthaft im Eimer, Sir. Energiefeld ernsthaft im Eimer. Ja, die Frage ist, die müssten uns eigentlich jetzt wiederbeleben. Weil ich glaube nicht, dass die selbstständig auf die Idee kommen, das Ding zu sprengen. Scheiße, verdammter. Leck mich fett. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. Alter Vater, es ist gerade uncool. Position ändern, Delta. Räumen wir hier ein bisschen um, Deltas. Das ist gerade echt uncool. Schnell. Warum sterben Sie nicht einfach? Konzentration, Delta. Positionieren Sie sich hier, Delta. Ja, Sir. Achtung, Granate. So, das hat doch funktioniert. 11 Sekunden braucht das noch. Mach mal fertig. Wo ist denn eigentlich 07? Ach, da. Gut, der liegt schon mal in Deckung. Den können wir ohne Probleme wiederbeleben. Delta, panzerbrechende Munition da. Ja, Sir. Zurück, Delta. Aber mit dieser Waffe. Und tschüss. So. Haben wir irgendwo hier Bacta-Kanister-Gedöns? Nee. Verdammt, wir haben hier nichts am Start. Wir haben hier gar nichts... Oh doch, dahinter habe ich... Ja, hammergeil. Bacta. Ja, so kann es gehen, wenn man sich auch mal ein bisschen umguckt. Das finde ich gut. Okay. Jungs, ihr könntet euch aber auch noch mal... Heilen Sie sich, Delta. Ja, Sir. ...hier so ein bisschen auf Vordermann bringen. Das war jetzt aber ein geiler Abschnitt. Definitiv auch mit dem Fallen legen und so. Das hat mir gefallen. Oh, toller. Eieiei. Ach, oh, so.
Bin okay, gehen wir. Erstmal gemütlich hinsetzen, das ist erstmal wichtig. Genehmigen Sie sich etwas Bacta. Hole Bacta. So, dann jagen wir das Ding gleich auch nochmal in die Luft. Zurück, einfach, Deltas. Weil wir es können. Da hätten wir natürlich hier noch einen ans Geschütz setzen können. Der hätte wahrscheinlich auch noch für Party gesorgt. Tja. Sieht man leider erst zu spät. Kann man nichts machen. Das war bitter nötig. So, dann den letzten 4-0. Du bitte auch noch. Was haben wir da denn? Was? Los, los. Nein, ich will erstmal, dass hier unser Kamerad sich auflädt. So, nachladen, immer gut. So, Fixer ist auch wieder dabei. Ach ja. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah, okay. Hier geht's weiter. Die Stellung halten. Volle Deckung. Bin mal gespannt, wie lange die Arrestor braucht, bis sie hier ist. Ich habe einen Droidenträger auf den Sensoren. Er ist bereits leer. Aha. Das heißt, die laufen alle schon rum. Er will Hilfe holen. Du entgehst mir nicht, Schuppi. Schuppi? Du siehst aber komisch aus im Gesicht. Und der rennt erstmal da voll über sein Gesicht drüber. So, was können wir denn hier machen? Aktiviere Detonator. Ja. Falle platziert, Team. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas. So. Gut, machen Sie scharf. Geh in Position. Wir müssen zu diesem Kraftfeldregler. So. Je schneller Sie ihn deaktivieren, desto weniger Droiden müssen Sie neutralisieren. So. Verdammt, da ist noch einer unterwegs. Ich hab nur keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ach, da wahrscheinlich. So, Ende ist. Okay, hier kommen wir runter. Tschüss. Sag mal gute Nacht. Okay, das ist sehr schön. Dann. Nee, basteln wir jetzt hier erstmal nochmal ein paar Minen dran. Falls da irgendwas dann auf uns zukommt. Ja, das machen wir noch. Vermieden jetzt erstmal hier alles. Okay, der ist gleich fertig. Nein. Das mache ich schon. Lass mich das machen. Vermieden jetzt erstmal alles, bevor wir jetzt hier weitermachen. Sprengsätze sind scharf. Deckung, Deltas. So. Aus. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen weiter zum letzten Hangar. Wieder zum Laufen. Ah ne, das können wir jetzt hier machen. Sprengung abbrechen. Verstanden, Sir. Was bringt uns denn hier die Sprengung? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Och, da ist ja schon der nächste landet. Den müssen wir jetzt erstmal kaputt machen. Das ist, glaube ich, wäre ein großer, oder? Ja, sehr. Ja, machen wir den erstmal hier kaputt. Ah ne, das wird auch wieder ein kleiner sein. Hält sie in Grenzen. Viele Abschüsse schreibe ich mir für einen Droidenträger auf. Die zählen schon ihre Abschüsse. Alter, verdammt. Warum kriegt immer wir die lästigen Jobs? Oh, das ist wirklich ein großer. Dann lassen wir erstmal einen von unseren Kumpels machen. Ah, okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt hier einen zweiten Bacta-Kanister freigelegt. Wir geben Ihnen Deckung. So. Und voll rein. Droidekaträger, er will in die obere Ebene. Ja, Sigi. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ja, dann gehe ich schon mal hoch und mach den Droidekaträger da K.O. Alter Vater, hier geht's aber los. Was war das denn jetzt? Tütüt. Hier hin? Nee. Hier ist da nix. Achtung, Granate. Ja, ich registriere auch ein Geräusch. Kümmere mich um den. Das hat gerade Bumm gemacht. Hammer nice. Ach komm, verzieh dich. Kopflos. Gut. Der ist uns dann schon mal nicht mehr gefährlich. Ich glaube, in dem Hangar sind wir dann auch soweit. Ah, okay, 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 geh weg. Ich glaube, in dem Hangar dürften wir dann soweit fertig sein, oder? Alter, wo kommt ihr denn noch alle her hier? Aua, weg.
sofort weg hier. Boah, geh mir nicht auf die Nüsse hier. So. Aus. Okay, unser Team sieht gerade ziemlich am Arsch aus. Ja, genauso wie wir. Was hat uns denn da jetzt so hardcore-mäßig K.O. gehauen? Oh, ich glaube der da. So, EMP-Granate. Komm, immer drauf. Nochmal eine EMP-Granate. So, Alter, wo kommt ihr denn immer her hier? Wie die verkackten Lemminge. Ey, jetzt ist langsam gut hier. So. Ach, Mann, Kollisionsmodell. Ey, was ist das denn hier für ein Kollisionsmodell? Oh, jetzt haben wir zwei Schuss von unserem Mörser hier verschossen. Mann. Komm, verzieht euch. Irgendwo ist dann auch mal gut. Ja, dann bringen wir jetzt erstmal unser Team wieder auf Vordermann. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie weiter, Soldat. Bin schon unterwegs. Oh, das wäre jetzt fast schief gelaufen. Von mir aus kann es losgehen. Wo liegt denn 6-2? Lade nach. Wo liegt der denn? Ach, da. Ey, ist das euer Ernst hier? Befehl widerrufen, Digga. Nein, nix da widerrufen. Ach ja, wir haben ja noch die Trando-Waffe hier. Ohne Bagda. In Deckung. Kommen die ganze Zeit hier raus? Alter Vater. Also langsam geht das hier echt steil voran in dem Spiel. Piu, piu. Ach Gott, der kann doch nichts. So, und hier soll jetzt ein Droidika-Träger sein. Ja. Da geht's auch weiter und ich habe das Gefühl, ich nehme jetzt schon wieder locker eine Stunde auf. Das heißt, an dieser Stelle werde ich jetzt die Aufnahmesession erstmal beenden. Ich bedanke mich natürlich fürs Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge Let's Play Star Wars Republic Commando. Natürlich wie immer um 17 Uhr. Um 12 Uhr Let's Play Aquanox 2 Revelation. Also schaut rein. Bis morgen. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.